Hallo! Ha, vergessen? Ha, euer Fitfooder, hallo. Wird mal wieder Zeit für ein Video. Und zwar ist es mir wichtig, euch mal zu näher zu bringen, was Zutatenliste bzw. Zusatzstoffliste. Ja? Ich werde wahrscheinlich zwei oder drei Videos dazu machen zu dem Thema Zusatzstoffe. Mit den ganzen Bezeichnungen, die Nummern, dass ihr mal wisst, was dahinter steckt, ja, was sich dahinter verbirgt, was ihr da esst. Auch ich teilweise kann dem nicht entkommen. Ja. Die wenigsten von uns können dem Chemiebaukasten von den ganzen Essensindustrie noch entkommen. Ja. Also es wird immer schwieriger. Ja. Es ist halt deswegen, damit die Produkte länger haltbar gemacht werden. Ganz einfach. Ja. Damit die Wege überstehen, damit die lang im Regal bleiben können. Deswegen sind halt diese vielen Zusatzstoffe hinten drin. Ja. Es gibt natürlich viel bessere Sachen, aber daran ist der Industrie nicht gelegen, weil halt, wie gesagt, Haltbarkeit, ja. Und dann auch Geschmacksintensivierung oder, ja, ja, wie gesagt, dieser ganze Baukasten, der da hinten drin ist, ist natürlich nicht gut, ja. Ich habe viele Studien dazu gelesen, viele Bücher, gerade aus der Hirnforschung, ja, was das alles anrichtet, ja. Ich sage nur Alzheimer und Demenz und viele andere Sachen, ja, was das für unseren Verdauungstrakt heißt, ja, die ganzen Zusatzstoffe, was da alles passieren kann, ja, wie es quasi buchstäblich unseren Darm durchlöchert oder löchrig macht, ja. Es ist keine schöne Geschichte. Aber ich will es euch mal ein bisschen näher bringen. Und ganz einfach, je kleiner diese Zusatzstoffliste ist, ja, desto besser ist es. Ja. Wie gesagt, es weiß ja keiner mehr heute, was da alles dahinter steht. Ja, zwischen den Nummern, ja, Hefextrakt, ja, ist zum Beispiel Glutamat gemeint. Ja. Die ganzen Zuckerarten, die es da gibt, ja, Glucose, Fructose, ja, Mais. Mais ist oft auch Zucker. Ein Süßungsmittel, ja, Maisextrakt oder Maismehl, ja, und alles, das will ich mal ein bisschen besser beleuchten für euch, ja, und auch mal ein paar Sachen rauspicken, ja, ganz wichtig, wie gesagt, zum Beispiel, ja, Aspartam, ja, in ganzen Kaugummis, ja, oder in vielen Kaugummis, in allen, aber ja, viele Sachen sind noch mit Aspartam gesüßt, ja, das ist ein, wenn man es ganz krass will, ist es ein Nervengift, ja, ganz einfach. Aspartam ist ein Nervengift, ist auch in vielen Getränken leider noch enthalten, es ist eigentlich, soll es nicht mehr verwendet werden, aber ja, es ist halt billig, es macht die Sachen süß, ja, schmackhaft, es ist aber, wie gesagt, sehr krass, was damit auf sich hat, das werde ich euch noch in einem anderen Video erzählen, Aspartam, Stevia, gut, ist halt eigentlich mehr oder weniger eine Verarsche, weil dieser Stevia-Auszug, ja, dieses Stevia, dieses reine Stevia, das kriegt kein Mensch, weil das chemisch aufbereitet werden muss, ja, Stevia. Das Ur-Stevia könnte gar keiner essen, weil es so bitter ist, dass es nicht verwendbar ist und durch diese Aufbereitung, wie dieses Stevia dann für die Masse brauchbar gemacht wird, ja, ist es eigentlich nur noch ein Auszug davon, ja, eigentlich nichts mehr. Da ist nichts mehr von übrig, großartig, außer dass es dann auf der Verpackung als Stevia verkauft wird und die Leute denken, oh, jetzt kommt hier, ja, das Wundermittel an Zucker. Stevia besitzt die hundertfache Süßkraft, ja. Ja, ist mal was Neues für die Industrie wieder, um die Leute halt dem Zucker oder halt mal was Neues zu bringen. Ja, jetzt gerade in der Fitness- und Öko-Welle mussten die natürlich was machen. Also Stevia ist nicht die Geheimwaffe, sage ich euch gleich. So, und dann Glutamat zum Beispiel, ja, ist auch ein Nervengift eigentlich. Wissen wahrscheinlich die wenigsten, wird auch wahrscheinlich nie drüber gesprochen werden. Will auch keiner, zumal noch schon gar nicht die das Essen produzieren. Aber es ist wirklich sehr krass, was das anrichtet, ja.
werde ich euch, wie gesagt, auch was zu erzählen. Und ja, auch gerade, ja, was die Information für den Körper, ja, von Nahrungsmitteln. Wir haben tausende, Millionen Jahre, ja, der Körper ist immer noch so wie zur Steinzeit, ja. Von der Funktion her, von der Verdauung her, ja. Nur der Körper wird mittlerweile und schon lange mit Fehlinformationen vollgepumpt, ja. Das heißt, was der Verdauungs- und der Körper und das Gehirn sind auf gewisse Sachen schon programmiert, ja. Und dann durch die ganzen Zusatzstoffe oder auch Aromen, ja, künstlichen Aromen, ja, kriegt der Körper Fehlinformationen. Der Darm kriegt Fehlinformationen, das Gehirn kriegt Fehlinformationen. Und was das dann alles nach sich zieht, ja, wie gesagt, das werde ich euch auch nochmal in einem Video präsentieren. Ja, wie gesagt, ein Apfel ist ein Apfel. Ja, da kann man nicht viel verkehrt machen. Der Körper ist darauf eingestellt, wie er einen Apfel verdauen muss, aber künstliches Apfelaroma hat er nicht im Programm. Ja, das heißt, es ist auch ein großes Thema. Werde ich euch nochmal was dazu erzählen. Wie gesagt, wenn ihr dazwischendurch Fragen habt, könnt ihr mir fragen. Ja, ganz klar, Thema Ernährung, Fitness, Sport. Ich meine, bis jetzt gibt es wenig Feedback von euch, was die Fragen angeht. Aber naja, ich werde euch trotzdem immer wieder auf dem Laufenden halten. Alles klar. Wie gesagt, nächstes Video kommt zum Thema Zusatzstoffe. Alles klar. Macht euch gut, Freunde. Bleibt fit. Ciao.